Ich glaube, wir sind auch in Ketten durch Luckau vom Bahnhof gelaufen. Und hinter uns schlossen sich dann die Tore. Wir waren wurden dort eingekleidet, bekamen die Zuchthauskleidung, unsere Privatsachen wurden uns alle abgenommen. Und da kamen wir in eine Zelle, so 2 mal 4 Meter mit 3 Mann. Und da sollte in den nächsten Monaten und Jahren sich unser weiteres Leben abspielen. War Luckau als Zuchthaus überbelegt? Ja, in Einmannzellen waren 3 Mann drin. Wie es in den großen Zellen waren, weiß ich nicht. Wir waren ja isoliert. Aus der Zelle kamen wir ja nur raus in einer Freistunde, in einer halben Stunde. Da mussten wir Abstand wahren zu anderen, durften nicht sprechen. Unterm Fenster ein Bett. Das andere Bett war an der Wand hochgeklappt. Und der dritte Mann, der lag unten auf dem Fußboden, auf Matratzen. So lebten wir dort in der Zelle. Die Notdurft mussten wir in der Zelle verrichten. Wir hatten in der ersten Zeit keine Arbeit. Nachher hatte man uns Arbeit gegeben, da mussten wir Jutefaser aufknüpfen oder aufwinden, so. War von die Dreschmaschine, nee, die Erntemaschinen, die hatten ja automatisch gebunden, nicht die Garben. Nicht? Und diese Jute mussten wir wieder auf. Und da war ewiger Dreck in der Zelle. Mussten nachher auch abends unsere Zuchthauskleidung und die Schuhe rauslegen. Die waren dann vorher draußen. Die hatten Angst, dass wir fliehen oder weiß ich. Post bekam ich von meiner Schwester. Und sie schilderte gut, grüßte auch von den Eltern und behandelte oft so wissenschaftliche Themen, die anregten zur Diskussion. Wir waren ja 3 Mann. Die anderen beiden waren auch aus dem Sportprozess. Habe dann nachher später auch die Genehmigung bekommen und konnte Debattenschrift lernen. Aber zum Üben hatten wir nur eine Schiefertafel. Und da natürlich Debattenschrift ist ja eine Illusion. Aber da habe ich das auch gelernt.